Apfelgroßstadt befindet sich in einer totalen Hitzewelle. Puh, es ist heiß. Wie heiß? Ich brauche eine Abkühlung. Hi, Emily. Würde dich vielleicht meine umgedrehte Eistüte interessieren? Ich nenne sie die Kopfstand-Kugeltüte. Wenn sie kalt ist, bin ich dabei. Dein Eisschrank ist kaputt. Oh nein, all das köstliche, kalte Eis wird schmelzen. Ach, das wird schon wieder. Wie kannst du so gelassen bleiben? Ich bin mit dem Universum befreundet. Befreundet mit wem jetzt? Dem Universum. Ich und das Universum sind Freunde, solange ich überhaupt denken kann. Warum sich Sorgen machen, wenn ich weiß, dass das Universum immer aufpasst? Damit ich das richtig verstehe, dein Eisschrank ist kaputt, dein Eis schmilzt, aber du wirst nichts tun wegen dem Universum? Oh, ich werde etwas tun, okay? Oh, okay. Gut. Hallo Universum, ich bin's, Bonnie. Mein Gefrierschrank hat einen schlechten Tag. Ich habe mich gefragt, ob es nicht zu viel Mühe wäre, wenn du mir helfen könntest. Ich bin zwar nicht mit dem Universum befreundet, aber dafür habe ich eine Freundin, die helfen kann. Ich hörte, dein Eisschrank ist kaputt. Oh, das war schnell. Ich wusste, ich kann immer auf meinen besten Freund zählen. Das Universum. Mein Eisroboter erzeugt Wellen von kalter Luft, wo immer er auch ist. Oh. Solange es nicht zu heiß wird. Okay, Zeit für Plan B. Es wird schon alles gut. Stimmt's, Universum? Der Fantasy 800 wird an der Seite des Eisschranks angebracht und bläst die kühlste Luft. Vielleicht ein bisschen zu stark! Plan C. Universum, wann immer du willst. Der Meckerfunkenbären-Turbokühler friert alles in den Backwerken ein. Auch deinen Eisschrank. Silly, eine Frage. Soll die Gefriermaschine sich aufheizen? Ich würde sagen, nein. Meine Eiscreme ist geschmolzen. Oh, Universum! Ich dachte, wir wären beste Freunde. Bonnie, das tut uns wirklich leid. Es muss euch nicht leid tun. Ihr habt ja keine Schuld. Es ist das Universum, das Eiscremesuppe gemacht hat. Was? Eiscremesuppe? Wow! Wow! Wie dumm von mir. Das Universum hatte recht, wie immer. Moment, was? Das Universum wollte, dass deine Eiscreme schmilzt? Ich weiß, das Universum ist so weise. Emily, kannst du mir ein paar Waffelbecher backen? Das Universum ist wie jeder Freund. Manchmal sieht es die Dinge anders als du. Dann musst du wirklich zuhören und darauf vertrauen, dass es für dich da ist, verstehst du? Wie sieht's aus, Leute? Wer möchte die Hitze mit einer köstlichen Eiscremesuppe vertreiben? Oh, yeah! Danke, mein Freund. Ich streite nicht mit dem Universum. Diese Suppe ist gut. Also, das ist ein Winterzauberbaum. Na gut, dann wollen wir mal. Kurze Frage. Was hat Grapefruit gegen den Baum? Sie schmückt ihn nur. Jedes Jahr. Winterzauber. Wow. Oh, Tannenbaum. Dieser Baum ist wie meine Seele. Aber Winterzauberbäume sollten magische, leuchtende Hoffnungsschimmer sein. Gibt es denn keine andere Beere, die... Warte mal. Ich habe eine Idee. Silly wäre toll, aber sie sagt bestimmt nein. Wieso? Einen Baum erstrahlen zu lassen, wäre doch genau ihr Ding. Wer den Baum schmückt, muss bei der Zeremonie auch eine Rede halten. Silly? Sie steht nicht so gern im Mittelpunkt, also... Warum machst du so ein Gesicht? So
Soll ich euch verraten, wer gerne im Mittelpunkt steht? Ich! Wer könnte Silly wohl besser zu einer perfekten Rednerin machen? Hi! Wir haben beschlossen, dass du dieses Jahr den Winterzauberbaum schmückst. Nein, nein! Nein, 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 nein! Ich halte keine Reden. Aber du kannst besser als jede andere Beere dafür sorgen, dass es hier toll aussieht. Das stimmt. Und die Rede? Kein Ding, sobald wir dich in eine Redehaltemaschine verwandelt haben. Bitte? Na gut. Redehaltemaschine aktiviert. In meinem Kopf klang das besser. Also, was soll ich machen? Verwende beschreibende Worte. Du machst keine Lichter am Baum an. Dafür bringst du die festliche Stimmung zum Leuchten. Aha. Sieh allen Bären in die Augen mit einem Blick, der sagt, hey, du, hör zu, was ich sage. Und wenn du nervös wirst, stell dir einfach alle in Unterwäsche vor. Eklig. Und zu guter Letzt, lächle, sei du selbst, sprich aus dem Herzen, das wird perfekt. Hast du alles? Gut, zeig uns, was du drauf hast. Hallo, ihr. Also... Ich... möchte die vielen Funkenbären... schön funkeln lassen! Unterwäsche! Wir alle haben sie! Zusammengefasst. Bäume. Ja! Okay, das war... mehr. Seht ihr? Darum wollte ich den Baum von Anfang an nicht zum Leuchten bringen. Wenn man eine Beere ist, die gerne im Mittelpunkt steht, vergisst man manchmal, dass nicht jede Beere so gerne im Mittelpunkt steht wie man selbst. Silly? Ich will nicht darüber reden. Ich will überhaupt nicht reden. Ich weiß, hör einfach zu. Ich hätte nicht versuchen sollen, dich zu etwas zu zwingen, was du nicht willst. Du bist perfekt genauso, wie du bist. Du bist einfach zu gut zum Schmücken. Ha? Ja, und wenn ich nicht eine Rede halten müsste, würde ich ja gern... Wieso machst du so ein komisches Gesicht? Als Beere, die gerne im Mittelpunkt steht, kann man sich gut für seine Freunde einsetzen, die nicht so gerne sprechen. Indem man dumme Regeln abschafft, wie eine Rede halten zu müssen. Meine Freundin Silly lässt ihr Werk für sich selbst sprechen. Seht selbst! Also das war eine tolle Rede. Ja, ich bin auch ziemlich toll. Nein! Nicht schon wieder! Heute ist Zuckerschatztag. Heute ist Zuckerschatztag! Auch bekannt als der süßeste Feiertag. Auch bekannt als der Tag, an dem ich meinen Freundinnen die süßesten Geschenke mache, weil ich sie so lieb habe. Was soll ich sagen? Liebe liegt in der Luft. Ein Meditationskissen in Form eines Schokoriegels. Beruhigend und lecker. Oh, ich hab dich so lieb, meine liebe Bonnie. Ein Schokoladenpokal? Für die süßeste Smoothie-Macherin, die ich kenne. Oh, danke schön, Emily. Freust du dich, dass ich dich lieb hab, Orange? Verstehst du's? Orange, weil dein Name... Daran arbeite ich noch ein bisschen. Ein Buch über Schokolade, das aus Schokolade gemacht ist? Hab dich echt voll lieb. Kakaobohne sein oder nicht Kakaobohne sein? Ja, warte doch mal! Silly, wo bist du hin? Silly? Was hat sie? Silly? Thank you.
Wieso gehst du mir den ganzen Tag aus dem Weg? Ich will dir doch nur ein Zuckerschatztagsgeschenk geben. Ich will es nicht. Hör zu, es ist nichts Persönliches, aber ich persönlich hasse den Zuckerschatztag. Aber wieso? Beim Zuckerschatztag geht es doch um Liebe. Gefühle. Handgeschriebene Karten. Und über Gefühle schreiben. Und Umarmungen. Die sind das Schlimmste. Die will ich nicht. Silly, willst du deinen Freunden denn nicht zeigen, wie lieb du sie hast? Natürlich will ich das, aber am Zuckerschatztag geht es nur darum, Gefühle zu zeigen. Alle Bären schenken mir Sachen und ich weiß nicht, was ich tun oder sagen soll. Und das gibt mir so ein komisches Gefühl. Okay, keine Gefühle. Mach's einfach auf. Eine Schokoladenschraube? Du zeigst uns immer, wie lieb du uns hast mit deinen genialen Erfindungen. Zum Beispiel mit meinem unglaublich bärenstarken Ofen. Und das ist meine Art, dir für all die Momente zu danken, in denen du uns zeigst, dass du uns gern hast. Auf deine Art. Ich weiß, heute ist Zuckerschatztag und ihr wollt alle über Gefühle und sowas reden. Aber da ich das nicht will, dachte ich, ich zeige euch stattdessen, wie viel ihr mir bedeutet. Mit dieser kleinen neuen Erfindung von mir, der Knuddelmeister 3000. Ich knuddel nicht gern, aber der hier liebt es. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, du zeigst uns gerade deine Gefühle. Jetzt weiß ich, dass ich Zuneigung gern zeige. Nur eben auf meine eigene Art. Ehrlich gesagt, die besten Umarmungen sind die, bei denen ich nicht mitmachen muss. Gruppenumarmung für alle. Oh, wir haben dich alle so lieb. Perfekt. Aha, aha. Emily Erdbeer und ihre treue Sous-Chefin Schnurrschön. Schnurrschön? Schnurrschön. Schnurrschön! Hä? Emily, was ist los? Karamellpopcorn! Ich schreie auch, wenn ich Hunger habe. Ich habe nicht aufgepasst und Schnurrschön ist weggelaufen. Ich weiß nicht wohin. Ich bin ein ganz schlechter Mensch und eine noch schlechtere Katzenmama. Weißt du, Plätzchen verschwindet andauernd. Ich glaube, er dreht seine Runden um den Block. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Parfait immer lauscht. Frappé haut auch ständig ab. Wisst ihr, wenn ich zu viel rede. Was ist? Käsekuchen veranstaltet unterirdische Pokerturniere für andere Tiere. Sie zählt die Karten. Bonnie Blaubeer ist sehr kreativ beim Erzählen. Sie erfindet viel. Ihr wisst nicht, wo eure Haustiere sind? Papäschen! Keine Sorge, Emily. Gemeinsam finden wir unsere Haustiere wieder. Danke. Ich kenne die Backstuben wie meine Westentasche. Ich werde die Haustiersuche anführen. Glaubt ihr wirklich, dass unsere Haustiere hier sind? Wo sind wir hier? Das hier waren früher mal die Lagerräume. Ich find's irgendwie faszinierend. Stellt euch mal vor, hier gab's früher nur Apfelbäume. Und so wurde allmählich aus dem Dorf Apfelhain die Apfelgroßstadt. Und die Apfelbäume wurden von einem magischen Bärenhüter gepflanzt, der hoch über den Wolken verzauberte Samen ausstreute. Das ist wahr. Unwahr. Schnurrschön. Schnurrschön! Das ist nur ein Gemälde von Jonas Quincy und seiner Frau Henrietta Muffin. Der Geschichte nach waren es ihre Rezepte, die Quincy dazu inspirierten, seine Kuchenfabrik zu gründen. Natürlich war es die Schar der Tutti-Frutti-Tukane, die aus den verwunschenen Obstgefilden herbeiflog, die Henrietta inspirierte. Und wieder unwahr. Tutti-Frutti-Tukane gibt es gar nicht, Bonnie Blaubeer. Das stimmt. Außer in den verwunschenen Obstgefilden. Diese Obstgefilde gibt es auch nicht. Okay, okay. Ich finde, wir sollten uns lieber auf das Wichtige konzentrieren. Ja, warum ist dieser Schneebesen verkehrt rum? Jonas Quincy sagte, gute Rezepte beginnen mit dem Schneebesen. Der Legende nach war sein Schneebesen magisch und führte zu seinem Erfolg. Deshalb versteckte er ihn in einem geheimen Raum. Nein! Ich habe
habe jahrelang über die Backstuben geforscht. Keine Bärenhüter, keine Tukane, kein Zauberschneebesen und schon gar kein Geheimzimmer. Hast du gehört? Der Legende nach? Der Geschichte nach? Schon gut, schon gut. Genug jetzt von der Geschichte und den Legenden. Wir sind hier, um die Haustiere zu finden. Nicht um zu streiten, warum die Backstuben gebaut wurden, wo das Geheimzimmer ist oder wieso dieser Schneebesen verkehrt rum ist. Quincys Geheimbüro? Ich wusste, dass es stimmt. Schnurrchen! Was für ein cooles Zimmer! Und wir hätten es nicht gefunden, wenn meine Katze nicht weggelaufen wäre. Wie war das nochmal mit diesen Tukanen? Also, der Legende nach können Tutti-Frutti-Tukane so groß wie Flugzeuge werden. Und sie fressen nur Trauben. Die mögen nichts anderes. Bärenmäßig erschreckt. Das war die Absicht. Bald ist Geisterabend. Es ist mein erster Geisterabend in der Apfelgroßstadt und ich backe einen gruseligen Muffin. Ich bin sicher, dass dir was sehr Gruseliges einfällt. Ah, und wenn du den Geist siehst, grüß ihn von mir. Entschuldige den was? Bonnie, warte! Warte mal. Hast du Geist gesagt? Ja, Jonas Quincy Muffin. Er war der Besitzer der Backstuben, als sie noch eine Muffinfabrik waren. Oh, Jonas Quincy war ein Perfektionist, der jeden Muffin genauestens kontrollierte, bis es ihn in den Wahnsinn getrieben hat. Manche sagen, sein Geist streife nachts immer noch durch die Backstuben und begutachte jeden Bäcker, der spät noch arbeitet und allein. Aber du hast den Geist von Jonas Quincy Muffin nie wirklich gesehen, oder? Wie gerne würde ich das? Ich will ihn seit Jahren sehen. Vielleicht bist du heute Nacht die glückliche Bäre. Viel Spaß! Okay, ein muffinbesessener Geist. Cool. Gut. Ja, überhaupt nicht gruselig. Emily Erdbeer hat also Angst vor Geistern. Schenken wir ihr einen Geisterabend, den sie nie vergessen wird. Okay, alles gut. Alles gut. Du musst nur deinen Glückslöffel nehmen und backen. Es gibt keinen Grund, vor irgendetwas Angst zu haben. Das waren nur die Lichter. Nur die Lichter. Ah, du heiliger Geist! Oh, nur eine Pflanze. Das ist nur ein rostiges Schild, Emily. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Sei wie Bonnie, sei wie Bonnie, sei wie Bonnie. Ach, du heiliger! Man wird nicht inspiriert, wenn man zu viel Angst hat, sich inspirieren zu lassen. Ganz ruhig. Okay, was ist das? Schlechte Rohrleitungen etwa? Ich bin's, Jonas Quincy Muffin. Wer wagt es, in meiner Gegenwart zu backen? Was? Ich? Nein, ich backe nicht! Doch, das tust du, Emily Erdbeer! Das einzige Mal, dass ich nicht wegen meines Backens erkannt werden möchte. Niemand mag deine ekligen Landleckereien. Geh zurück ins Erdbeerland. Das Universum hat mir gesagt, dass Emily die Glücksbäre ist. Und jetzt treffe ich endlich den Geist der Backstuben. Sehr angenehm, Herr Muffin. Haben Sie Emily Erdbeer schon kennengelernt? Sie ist eine Perfektionistin, genau wie... Das ist der Jonas Quincy Muffin. Oh, er sollte einen von deinen Muffins probieren. Nein, Bonnie, die sind heiß. Das macht nichts. Ich habe Eiscremefinger und er ist ein Geist. Das ist... So heiß! Gummibärchen, ihr drei seid der wiedergeborene Geist von Jonas Quincy Muffin? Ich wusste es. Honey Himbeer, Grapefruit, Brotpudding, warum wolltet ihr mir Angst machen? Das ist es. Danke, 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 danke. Au. Nur zur Kontrolle. Das ist mein Grusel-Überraschungskuchen.
Jeder Bissen hat einen neuen versteckten Geschmack, der darauf wartet, dich zu schocken. Himbeere, Traube und dann noch Brotpuddingfüllung. Das ist ja so schön schaurig lecker. Wie bist du bloß darauf gekommen? Echt jetzt, Bonnie? Wir waren die ganze Zeit zusammen. Genuas La Creme kommt! Sie ist die Gastrokritikerin für den Apfelgroßstadt-Backwettbewerb. Eine Bewertung von ihr kann über die Backkarriere einer Beere entscheiden. Ich muss meine besten Rezepte unter Beweis stellen. Schaut, was ich gemacht habe. Kuchen am Stiel. Cool, oder? Okay, Schnurschön, wir haben tolle Sachen gebacken und sind bereit wie nie zuvor für Genoas La Creme. Ich frage mich, wie sie wohl aussieht. Hey, Mädchen. Gespannt auf Genoas La Creme? Ja, das bin ich. Da du neu bist, wollten wir nur sicherstellen, dass du bereit bist. Ach, wirklich? Ich dachte, ihr zwei hättet nichts lieber, als dass ich komplett versage und meinen Truck mit meinen Erdbeerblätterteigtaschen zwischen den Beinen zurück ins Erdbeerland klappern muss. Und schaut, was ich hier habe. Blätterteigtaschen. Mit Erdbeer. Naja, jeder so, wie er es mag. Aber je mehr gute Kritiken wir von Genoas bekommen, desto besser ist es für alle Beeren bei den Backstuben. Okay, danke. Okay, dann halte ich mal Ausschau nach Genoas. Diese kurzen, buttercremefarbenen Haare. Dieses furchtbar helle, geblümte T-Shirt. So sieht sie nicht. Richtig. Und ihr blauer, breitkrempiger Hut. Wow, so habe ich mir Genoas überhaupt nicht vorgestellt. Aber man sollte eine Beere nicht nach ihrem kritischen Kommentar beurteilen. Danke. Tschüss. Hallo, ich bin Emily Erdbeer. Hallo, meine Süße. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Erlauben Sie mir, Ihr Leben zu versüßen mit Kuchen am Stiel? Sie ist wirklich drauf reingefallen. Während Emily diese blöde Oma umwirbt, bekomme ich die echte Genoas La Creme für mich allein. Oh, da ist sie ja. Aus, meine Kleine. Tada! Einfach zum Anbeißen. Was, echt jetzt? Oh. Boop. Boop. Na los. Darf ich mal kurz... Nur zu, meine Süße. Es lebe der Kuchen. Oh, das war heute wirklich purer Genuss. Du weißt einfach, wie man jemanden bärenstark fühlen lässt, Emily Erdbeer. Ach, was, hören Sie auf. Gehen Sie nach Hause und teilen Sie die Muffins mit Ihren Enkelbären. Harter Tag. Um es milde auszudrücken. Nun, da gibt es nichts Besseres als einen Kuchen am Stiel. Hier, bitte, geht aufs Haus. Heiliger Donut, das ist Genoas La Creme? Ich hätte es wissen müssen. Bei den Apfelbackstuben ist der Kuchen am Stiel König. Oder sollte ich sagen Königin? Die zuckrige Anbieterin von Die außergewöhnliche Beere stellt nicht nur ein göttliches Dessert her, sondern behandelt alle ihre Gäste von Gastrokritikern bis zur normalen Oma wie VIPs. Zwei Krümel super! Wow! Nicht schlecht für einen Tag Arbeit, Emily. Ist schon gut. Nein! Heiße Rosinenbrötchen! Das ist ja furchtbar! Was soll das ganze Geschrei? Meine Erdbeerkuchen! Sie sollten abkühlen. Ich habe sogar ein Schild aufgehängt. Heißer Kuchen, nur essen, wenn er abgekühlt ist. Aber nein, irgendeine Beere beschließt, vorbeizukommen und sie zu verschlingen. Das geht mir echt auf den Keks, wisst ihr? Aber wer würde so etwas Furchtbares tun? Ich werde den Schuldigen finden. Ja, Limone ist eine Superdetektivin. Ist das ein Donut? Knacke einen Hinweis, nimm ein Bissen.
Ich habe eine Menge von Aprikosen-Christi-Krimis gelesen. Ich kenne alle Tricks um das Wer, Was, Wo, Wann und Kuchen. Außerdem liebe ich Donuts. Ich glaube, es gibt nicht so viele Hinweise. Was für ein Durcheinander. Ja, der Tatort ist ein einziges Chaos. Keine Beere würde so einen Kuchen essen. Wir suchen eindeutig nach einem Tier. Das steht fest. Ein Tier? Die Katzenpfoten passen nicht zu den Abdrücken auf deinem Kuchen. Deshalb ist sie unschuldig. Wow, du bist gut. Oh, ich fange gerade erst an. Fackel, das Frettchen. Unser nächster Verdächtiger. Ist er? Was weißt du darüber, Frettchen? Lass ihn in Ruhe. Fackel würde niemals von so einer süßen und großzügigen Bäckerin wie Emily stehlen. Oh, danke schön, Hart. Außerdem ist er den ganzen Tag bei mir gewesen. Hey, lass uns helfen. Kein Mehlsack bleibt unangetastet. Kein Tier bleibt unbefragt. Kein Kuchen wird vergessen. Sackgasse. Jedes Tier hatte ich überprüft, jede Spur verfolgt. Aber ich fand keinen Hinweis. Spielst du gerade die Erzählerin? Hier, Huck, du kannst den letzten Bissen haben. Ich verdiene ihn einfach nicht. Oh, danke schön. Schon gut, Limone. Du hast alles versucht. Ich muss bloß besser aufpassen auf mein... Huck ist eindeutig der Täter. Das würde ich nie tun. Du hast mein Donut wie ein Tier gegessen. Genau wie den Kuchen hier. Warum sollte ich Emily beklauen? Sie gibt mir Kuchen umsonst. Was soll das heißen? Auf dem Schild stand heißer Kuchen. Nur essen, wenn er abgekühlt ist. Emily mag meine Musik und ich dachte, er sei ein Geschenk. Also der Kuchen war abgekühlt und ich habe ihn gegessen. Das war so wohl nicht gemeint, was? Nein, überhaupt nicht. Wow. Ich habe die Kuchen geklaut, nicht wahr? Ja, absolut. Nur, wow. Oh, es tut mir leid, Emily. Ich habe wirklich gedacht, das wären Dankeschön-Kuchen für meine sanften und jazzigen Melodien. Ich mag deine Musik und deine Melodien sind sehr sanft und jazzig. Frag mich einfach das nächste Mal. Es gibt immer noch ein Rätsel zu lösen. Warum isst du den Kuchen so? Apfelgroßstadtsieger im Kuchenessen. 3 Jahre hintereinander. Besser kann man einen Kuchen nicht genießen. Okay, Bären. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kuchen schmecken so viel besser. Ein weiteres Rätsel gelöst. Und 1, 2, 3, 4. Was ich so besonders toll daran finde, in der Apfelgroßstadt zu wohnen, ist, dass immer irgendetwas Spannendes passiert. Heute zum Beispiel veranstalten die Backstuben einen Goldbärenwettbewerb. Tja, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt cool und ich werde gewinnen. Alle Herren, alle von euch berühren die Goldbeere. Wer zwischendurch loslässt, egal aus welchem Grund, ist raus. Wer sie als allerletzte noch berührt, gewinnt den Überraschungspreis, der da drin ist. Drei, zwei, eins, los! Jetzt sind nur noch wir übrig. Wir sind unbesiegbar. Na, gibst du schon auf? Niemals! Hey, was mag da wohl drin sein? Habt ihr eine Idee? Ein unbegrenzter Büchervorrat. Ich brauche mehr Lesezeichen. Bücher? Auf keinen Fall! Es ist ein Slicer ZX Kiwisaki Mountainbike! Oh! Entschuldigung. Ein Kiwisaki-Bike passt auf keinen Fall in diese Beere. Was dafür aber reinpasst, sind Energiebeeren.
Genug Energiebären als Treibstoff für meine neueste Erfindung. Die Maschinenmaschine. Eine Maschine, echt cool. Sie macht kleinere Maschinen. Was? Und was stellen die kleineren Maschinen her? Los, sag schon. Ich komme auf jeden Fall noch drauf zurück. Ich wette, der Preis ist ein wunderschönes Lied. Also, ist sozusagen ein Lautsprecher da drin? Nein, nur ein Lied. Es ist einmal zu hören und dann verschwindet es. Für immer. Das ist eine interessante Theorie. Was glaubst du, was da drin ist, Emily? Streusel! Nein, nein, nein! Schokosplitter! Nein! Streuselsplitter! Ja! Oder Kokosflocken mit einer Prise! Emily? Oh, verflixt noch mal. Sally, nein! Also, dann heißt das wohl, dass Bonnie die Gewinnerin ist. Aha. Aha. Diese Taube hat viel Interessantes zu erzählen. Da niemand eindeutig gewonnen hat, denke ich, der Preis geht an... den Moderator. Ich würde sagen, er ist der Gewinner. War Frappé denn die ganze Zeit festgeklebt? Ich kann nicht glauben, dass wir das nicht gemerkt haben. Hör mal, Brotpudding, du hast vorhin gesagt, wer sie als Letzte noch berührt, gewinnt den Pokal. Oh, na gut, der Frosch hat gewonnen. Oh, mal sehen, was da drin ist. Eine Geschenkkarte... für das Guavespa? Das ist voll langweilig. Schön? Eine Geschenkkarte ist vielleicht nicht unser größter Wunsch, aber es ist vielleicht genau das, was Frappé sich gewünscht hat. So ein Quatsch! Was soll denn ein Frosch mit einer Geschenkkarte für ein Spa? Sollen das Spaghetti sein? Ist schon okay, Emily. Jede Beere muss wissen, wie man mit dem U-Bahn-Netz durch die Stadt kommt. Zum Glück hast du ja mich, um es dir beizubringen. Es kann sehr kompliziert sein, also tu genau das, was ich tue und merk dir alles, was ich sage. Wir starten hier an der Rhabarber-Station, dann nehmen wir den Ananas-Ex... Ah! Yo. Ah! Emily? Limone? Limone? Limone! Was tue ich? Ich bin eine verlorene Beere. Verlorene kleine Beere, was wirst du tun? Verlorene kleine Beere, du wirst Hilfe kriegen. Hallo, alles klar? Hallo, ich bin Emily Erdberg. Können du und deine Hausratte mir vielleicht helfen? Es ist ein Frettchen. Er heißt Fackel und ich bin Huck. Wir spielen hier im U-Bahn-Netz für all unsere Fans. Wir können kurz Pause machen. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wie das U-Bahn-Netz funktioniert. Ach, das herauszufinden ist einfach. Du musst es nur tun. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was, wenn ich es vermassel? Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du es tust. Es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Ich bin so überfordert und hab Angst. Du schaffst das schon. Weiß nicht, was ich jetzt tun soll, bin verwirrt. Dann lass dir Zeit. Was, wenn ich etwas falsch mach und das schöne Lied zerstört? Dann fang ich nochmal an, gar kein Problem. Probier mal etwas Neues aus. Ich versprech dir, wenn du's tust, es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Probier mal etwas Neues aus. Ich versprech dir, wenn du's tust, alles wird dann okay sein, denn ich glaub an dich. Endlich, ich fühl mich nicht mehr so gestresst. Ja, sag ich doch. Ich werde hieraus lernen, ganz bestimmt. Nun weißt du es. Sei mutig, find deinen Weg und alles wird gut. Und wenn du zweifelst, du keine Angst, fang nochmal an. Probier,
etwas Neues aus. Ich versprech dir, wenn du's tust, es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Probier mal etwas Neues aus. Ich versprech dir, wenn du's tust, alles wird dann okay sein. Denn ich glaub an dich. Alles wird dann okay sein. Das Trichterkuchensystem. Und du bist wirklich talentiert, Huck. Musik ist meine Leidenschaft. Wie das Backen für mich. Backen? Also, Essen ist meine zweite Leidenschaft. Emily? Limone? Limone! Ich hab dich gefunden. Hat die Ratte dir wehgetan? Es ist ein Frettchen. Mir geht's gut. Huck hat mir geholfen. Er ist Musiker. Genau, Huck. Warum kommst du nicht einfach mit uns zu den Backstuben? Ich bin sicher, jede Beere liebt deine Musik. Ach, tut mir leid, Emily. Ich kann meine Fans hier unten doch nicht enttäuschen. Okay. Na, dann schenke ich dir wenigstens einen Dankeschön-Muffin. Bis dann. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht ist es an der Zeit für Fackel und mich, unsere musikalischen Horizonte zu erweitern. Es gibt doch mehr Muffins bei den Backstuben, oder? Es ist Zeit zum Aufstehen, Schnorchel. Ich muss mich anziehen. Ich muss den Tag ausnutzen. Ups, Entschuldigung, hab noch nicht guten Morgen gesagt. Wie unhöflich von mir. Es ist mein erstes Wochenende in der Apfelgroßstadt. Ich muss alles erkunden. So viele Sehenswürdigkeiten. Ich darf nichts auslassen. Das wird bestimmt super duper toll. Oder vielleicht auch nicht. Wow, wow. Ich dachte, du wolltest die Stadt erkunden. Ja. Die Stadt fühlt sich ein bisschen zu groß an für so eine kleine Landbeere wie mich. Ich bleib heute lieber zu Hause. Nein, kommt nicht in Frage. Natürlich kann die Stadt groß und beängstigend sein. Aber du solltest dich an sie gewöhnen. Kneifen zählt nicht, komm schon. Die Apfelgroßstadt ist keine gewöhnliche Stadt. Und du bist keine gewöhnliche Beere, das kannst du mir glauben. Also geh da raus und zeig der Stadt, was du drauf hast. Anfang. Bin aufgeregt, hab weiche Knie. Ich spür mein Herz, es schlägt ganz schnell, jetzt bin ich hier. Wo fang ich an? Was soll ich tun? Oh, große Stadt, wie geht es dir? Es gibt so viel zu sehen und ich werde dich jetzt kennenlernen. Bin keine schlichte kleine Beere, oh, ich möchte so vieles. Schlechte Kleinstadt, das stimmt. Hey, probier das mal. Ein bisschen süß und ganz schön scharf. Atme tief durch und genieß. Hier kann's auch sein wie im Paradies. Okay, was nun? Wo geht's jetzt hin? Hab so viele Freunde kennenzulernen. Mein Leben in der Stadt ist richtig toll. Ganz viele Beeren werde ich hier noch treffen, ja. Bin keine schlechte kleine Beere, oh, ich möchte so vieles sein. Ich hab viele bunte Seiten, bin ein kompliziertes Rezept, hab Pläne und große Träume, ja, hier mache ich sie wahr. Schau mal her, du schöne große Stadt, ich beweise es dir. Die Stadt schläft nie, alles so aufregend. So vieles sah ich nie jemals zuvor. Geräusche, Bauten, alles ist so.
Dein Kostüm ist perfekt. Wir verkleiden uns für den coolen Gruselball und eine Vogelscheuche verscheucht ja immerhin Vögel. Stimmt's nur schön? Ich habe gehört, wie Hanni Himbeer und die anderen gemeinen Bären gesagt haben, sie könnten sich nicht vorstellen, dass ich mich überhaupt für den Gruselball verkleiden werde. Tja, da haben sie sich geirrt. Die kennen mich nämlich gar nicht. Dann wollen wir diesen Stadtbären mal zeigen, dass niemand sich so gut verkleiden kann wie... So sind wir die Einzigen, die sich verkleidet haben? Das ist ja ein Albtraum. Emily! Was hast du denn an? Naja, es ist doch ein Gruselball. Warum hat sich niemand verkleidet? Nein, das hier ist Pfirsich-Flips Herbstball. Aber Hanni Himbeer hat gesagt... Schickes Kostüm. Du bist auf jeden Fall das Gruseligste auf dieser Party. Ganz ehrlich, du solltest aufhören, auf sie zu hören. Du schadest dir nur. Hey, darf ich bitte mal fragen, was hier vor sich geht? Ich bin Pfirsich-Flip, die Veranstalterin. Und du bist... Emily Erdbeer. Ich bin eine Vogelscheuche und das ist meine Krähe Schnurrschön. Wir haben uns für den Gruselball verkleidet. Tada! Kostüme und Verkleidungen sind eigentlich nicht mein Ding. Ich schmeiße die coolsten Partys in der Apfelgroßstadt. Glaub mir, alle Bären lieben sie. Wenn ich mich so umsehe, könnte ihre Party ein bisschen Gruselspaß vertragen. Hey, wie kannst du es wagen? Es wäre ein Versuch wert. Der Gruselmond schwebt über uns und Vogelscheuchen schrecken uns. Sie sind nah und heulen laut, die Gruselzeit ist da. Diese Nacht ist so geheimnisvoll, Gänsehaut und Gruselspaß. Nimm es bloß nicht allzu ernst, los kommt, wir haben Spaß. Diese super Krippel, gruselige Nacht, verkleide dich, erschrecken und freuen. Und lass dein inneres Monster frei. Dann spring und schrei. Ja, sich zu gruseln, das macht Spaß. Pass auf, die Monster kommen jetzt. Noch Süßigkeiten, Zauberei. Der Abend ist perfekt. Diese super Krippel, gruselige Nacht. Gruselschatten überall. Mit hab Spaß die ganze Zeit. Ja, Gruselnacht, komm, mach einfach mit. Ich weiß nicht, wo ich lieber wäre. Worauf wartet ihr? Seid spooky, seid funky, kommt, tanzt alle mit. Diese super Krippel, gruselige Nacht. Es ist nicht so, wie es dir scheint. Vergiss jetzt alles und lass los. Ja, Gruselnacht, komm, mach einfach mit. Mit Gänsehaut schauern, fantastisch gruselig. Diese super Krippel, gruselige Nacht. Es ist nicht so, wie es dir scheint. Vergiss jetzt alles. Emily Erdbeer gibt es ab jetzt keinen Apfel-Großstadt-Herbstball mehr. Nie mehr. Von jetzt an, liebe Freunde, lade ich euch alle zur Gruselspaß-Verkleidungsparty ein.